etwas Dampf ablassen, was? Ich will nichts damit zu tun haben. Ihr seid schon tot und auf dem Weg in euer Grab. Ich gehe. Welch schöne Geschichte. Benediktionen. Lauf, lauf. Ich bin ein Das sollte jetzt schnell heilen. Buonanotte. Wie kann bitte, jemand tun mit so? Mio Dio, weg, weg, weg! Bürger, ich möchte euch ein bisschen Respekt was vor dem genau Messer hat diesen Ausbruch ja? von Impertinenz hervorgerufen. Oh weh, daran will ich nicht teilhaben. Noch eine Leiche. Dazu, fass ihn, dort! Wir stehen euch bei, Freunde. Wir! Benediktionen! Ich will nichts damit zu tun haben. Braucht ihr medizinische Hilfe? Das war's. Wenn er mich braucht. Du bist erledigt, Mistkerl! Oh, Mama! Ich muss hier weg! Bitte! Ich bin doch harmlos! Du dich, Deficiente. Mein. Thank you.
Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Für alle. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Kommt, Freunde! Diese... Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio! Ezio! Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent.
Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf 2 Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Armer kleiner Weg. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Das möchte ich noch mal sehen. Beeilung, sterbt schon! Ich bekomme Durst! Nur noch einmal, Ezio. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher.
Buongiorno.
Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen?